geht auf die Marke zu und das Rennen ist gestartet und erstmal fährt er natürlich mit, aber Sebastian Kehl, wie erwartet, von der Innenkante, von der 1, der beginnt hier flott genug, kann sich hier das Kommando sichern, lässt sich nicht überraschen und jetzt geht Save the Quick dahinter. Und jetzt passiert das, was eben schon auf dem Weg hinter den Startwagen passiert ist. Jetzt kriegt hier Contio den Helm nach vorne geschoben von Save the Quick. Zack. Aber der wird hoffentlich gut befestigt sein. Save the Quick hinter. Na, muss ich einfach mal eben wieder gerade rücken. Der Mann ist aber auch nicht aus der Ruhe zu bringen. Contio, Sebastian Kehl. Und Save the Quick, die 1 vor der 2 und mehr werden es nicht. Es geht auf die Schlussrunde. Und er hat ja zwei Möglichkeiten, Grob. Er kann innen, er kann außen angreifen. Auf jeden Fall scheucht er da Sebastian Kehl. Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Er scheucht ihn nicht vor sich her, er folgt ihm. Und Sebastian Kehl, ja, die große Frage, ist er so stark, dass er einen Angriff abwehren kann. Und der kommt jetzt schon. Der kommt jetzt schon. Da greift Save the Quick schon an, weil man sagt, einen kurzen Sprint hat man wahrscheinlich keine Chance. Aber wenn wir 500 Meter unter Druck setzen, dann haben wir eine Chance. Oder vielleicht ist es die einzige Chance. Und jetzt ist Save the Quick dran, aber jetzt ist der letzte Bogen auch dran. Und da muss sie außen herum. Aber sie macht auch einen starken Eindruck. Wenn die außen herum den da erlegt, dann ist sie auch die würdige Siegerin. Aber Sebastian Kehl kann sich wehren. Noch jedenfalls Sebastian Kehl, Save the Quick. Und das ist ein langer, langer Sprint hier um den Sieg in der Distanz. Sebastian Kehl, Save the Quick, versucht es. Sebastian Kehl, Save the Quick, ist immer noch dran. Die hat noch nicht aufgegeben. Die kommt nochmal. Sebastian Kehl, Save the Quick, kommt mit jedem Meter. Die kommt daran, aber sie kommt nicht vorbei.